Weiter geht's mit einer neuen Folge Cyberpunk 2077. Wir sind ja hier stehen geblieben. Und wir machen jetzt hier weiter mit der Hauptstory. So, einmal zum Erdgeschoss und natürlich auch ein Dankeschön für die ganzen Leute, die das letzte Video kommentiert und bewertet haben, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich freuen. Und ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin auch immer ein bisschen kränkelig. Ja, und jetzt mal gucken, was uns erwartet. Ich glaube, wir müssen da jetzt einbrechen, ne? Ich weiß es aber nicht. Klaue den Laster. Okay. Komme ich denn da hin? Hallo. Oh, Vorsicht. Ist ausgeschaltet. Ausschalten. Ablenkungsmanöver. Ich übernehme das. Na toll. Draußen bist du nichts als ein leichtes Ziel. Was? Ah, nein. Ich kann dich sehen. Bin da. Hab ich gehört. Du solltest doch leise sein. Es lief ja auch nicht wie geplant. Ich versuche sie abzulenken. Lauf du zum Wagen. Ich brauche Muni. Ich brauche Muni. Ich bin tot. Ich bin tot und ich habe keine Muni mehr.
Das hab ich gebraucht. Das haben wir auch. So, warte mal. Was mich ein bisschen nervt, dass es halt dunkel ist, ne? Sieht halt gar nichts. Komisch. Bleib wachsam, er ist hier irgendwo. Wahnsinn hört nicht auf. Wäre nicht dem Ziel! Sind denn hier noch welche da? Nicht mehr so mutig, was? Nicht mehr so mutig, ich glaube schon. Da hilft dir auch kein Stressball, Kollege. Der hat einfach einen Stressball bei sich. Gut, ich würde sagen, dann haben wir das, glaube ich, alle. Go, gehen wir rein. Okay, bin drin. Bin drin. Du bist ein Festwagen. Steuerung ist in. Tank könnte ein einfaches Terminal sein. Alles klar. Bei dir. Ich gehe zur Kontrolle haben. Sorge für ein wildes Durcheinander. Also gut, ich bin soweit. Das System. Ich
Oh. Los, los, los. Digga, das Ding ist, das Spiel ist gerade so dunkel. Ja, die haben keine Chance. Das Ding ist, ich brauche aber Muni. Ich habe bald nichts mehr. So viele sind denn jetzt hier noch? Okay, der Festwagen tanzt jetzt nach unserer Pfeife. Könntest damit nach Tokio fliegen? Ah, vielleicht tue ich das. Gut gemacht. Jetzt bin ich dran. Siehst du das? Absolutes Chaos. So war das Dach bewirrt. Hey, das Dach. Dort kannst du raus. In der Nähe gibt es kleinere Gebäude. Über die kommst du runter. Wie beeilt. Oh, jetzt habe ich wieder zu viel im Inventar. Ich hasse es, ne? Ich hasse es. Warte mal. Endlich! Ein Araskaribi nähert sich! Hallo. Er ist gechippt! Komm ich hier rauf? Nein! Hat funktioniert. Sehr gute Arbeit, B. Okay, was jetzt? Jetzt ziehen wir uns in den Schatten zurück und üben uns in Geduld. Ich melde mich vor der Parade bei dir. Bis dahin, halt dich bloß von Ärger fern. Ja, als hätte ich nicht schon genug. Nice, Level 29. Ein paar Attributspunkte haben wir bekommen. Die werden wir jetzt auch sofort einlösen. Charakter. So. Wir nehmen auf jeden Fall. Reflexe und gehen. Denn. So, einmal hier. Und das war's. Okay, wir sollen uns jetzt anderen Hinweisen begeben. Ich denke mal. Keine Ahnung, was wir machen. Wir brauchen Munition. Ich weiß nicht, wie man Munition kaufen kann. Das ist halt im Moment gerade so.
So, dann gucken wir mal, was wir jetzt für Missionen noch haben. Da. Nebenmission. Gehen wir hier hin. Karte. Wir machen denn da eine Schnellreise, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall so das Sinnigste. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr wisst, wie man Munition kaufen kann. Das würde mich sehr interessieren, denn ich brauche dringend Munition. Dringend. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Schnellreise, let's go. Wie lange geht denn jetzt die Folge? 17 Minuten. Ja, das schaffen wir, denke ich, noch, oder? Doch, glaube ich. Sollen wir jetzt hier warten, oder? Nein, ja. Ich habe noch mal eine Nachricht. Okay, dann warten wir jetzt, oder? Warte. Nee, Werte. Ich hab Warte verstanden. So, warten. Ist gerade nicht möglich. Wieso nicht? Hallo? Okay, ich warte. Bis es hell wird, oder wie? Ja, bis es hell wird. Es ist 17 Uhr. Moon River. Perfektes Timing. Alter, ist der Kochen helfen. Hey, wie geht's? Jambalaya. Komm, du kannst das Fleisch umrühren. Oh, so ja. Okay. Ist das ein altes Wort, Familienrezept? Aha. Zwiebeln, Paprika, Thymian. Muss noch Sellerie und Knoblauch schneiden. Aber du rührst bitte weiter. Rühren! Ja doch, ich rühre ja brav. Besseres Jambalaya hattest du noch nie, ich schwöre. Ehrlich gesagt dachte ich, das mit dem Kochen wäre ein Witz. Oder dass Joss sich abmühen würde, während... Was? Joss kriegt es nicht mal hin, Wasser zu kochen. Ich schwing gern den Kochlöffel. Kein Scherz. Hat in letzter Zeit nur kaum Gelegenheit. Wie geht's, Randy? Er muss sich erst wieder finden. Aber körperlich wird es echt lange dauern, bis er sich komplett erholt hat. Und mental? Das war eine üble Nummer. So krank das auch klingt, aber was Harris ihm angetan hat, hat ihm vielleicht geholfen. Vielleicht auch nicht, aber... Es fühlt sich an wie ein Neuanfang. Ich will nicht die Stimmung versauen, aber was ist mit Peter Pan? Du meinst, ob ich ihn umgebracht habe? Darüber reden wir nachher. Okay. Klar, kein Stress. Es ist nur, du weißt schon. Ich weiß. So, immer fleißig rühren, damit uns das hier nicht anbrennt. Wollen wir nicht. Okay, ich glaube, du hast genug gerührt. Kannst du mal bitte den Reis herholen? Zu Befehl. Nein, Randy war schon immer so.
aber das hat bestimmt nicht geholfen. Sein Vater war ja auch kein einfacher Mensch. Das hat... Wie geht's dir, Joss? Ich rufe später zurück. Basmati. Nice. Jetzt die Tomaten. Jetzt kann der Reis rein. Reis ist drin. Okay, das muss eine Weile köcheln. Veranda? Ja. Wieso nicht? Schnapp dir einen Stuhl und ein Bier oder so. Ist echt nett hier. Ja, irgendwie friedlich. Als wäre nichts Schlimmes. Ah, sorry. Passiert. Sag mal, was ist jetzt mit Harris? Hab ihn im Krankenhaus besucht. Und? Liegt er noch im Koma? Ja. Ein seltsamer Zustand zwischen Leben und Tod. Eine leere Hülle in einem Krankenbett. Einfacher Kopfschuss. Schnell und sauber. Dachte ich mir auch. Es wäre so einfach. Hat aber nicht gemacht. Die Pistole an seinen Schädel gepresst. Dann fiel mir etwas ein. River. Der Tod meiner Eltern. Ja. Sicher, dass du es hören willst? Was ist passiert? Dad hatte eine Farm, wie der Vater von Harris. Hat aber nicht genug verdient damit. Also haben meine Eltern einen kleinen Supermarkt aufgemacht. Haben direkt darüber gewohnt. Ein Geräusch hat uns nachts geweckt. Die Kasse unten war leer. Also sind die Einbrecher nach oben. Haben uns auf die Knie gezwungen und gefragt, wo wir das Geld verstecken. River, du musst nicht weiterreden. Schon zu oft sowas gehört? Nein, aber es fällt dir schwer, darüber zu reden. Musst du nicht für mich. Okay, ja, du hast ja recht. Also, Harris, was hast du gemacht? Pistole an seine Schläfe und? Ich habe schon einige Menschen getötet, aber niemals so. Nie wie bei einer Hinrichtung. Bin schnell raus aus dem Krankenhaus. Für mich ist der Fall abgeschlossen. Sehr gut. Aber was jetzt? Zum NCPD gehst du nicht zurück. Vielleicht Privatdetektiv. Wer weiß. Mal sehen. Du wolltest mit uns spielen. Hast du es versprochen? Okay, okay. Dann mal los. Wie? Machst du mit? Was spielen wir denn, Onkel River? Siehst du gleich. Okay, was wir gleich spielen, sehen wir in der nächsten Folge. Lasst gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und ciao.